Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderbar royalen Tag. Ich habe euch heute einen Cozy Crime mitgebracht, der in den 30ern spielt und sich rund um die britische Königsfamilie rankt. Und das Gute ist, es ist nicht nur ein Teil, nein, davon gibt es eine ganze Reihe, sogar schon eine zweite Staffel. Also okay, wollen wir, und ja, zweite Staffel im Sinne vom Buch. Ja, bevor wir aber loslegen können, denn oben steht Dauerwerbesendung, weil ich hier jetzt über nicht nur über das eine Buch oder über die Reihe rede, nein, ich rede auch noch über andere Bücher und Filme, die ich euch mitgebracht habe zu dem Thema oder was ich meine, was euch vielleicht interessieren könnte, wenn euch das eine interessiert. Und das andere ist das unten in der Infobox halt Amazon-Links sind. Wenn ihr über diese Links irgendetwas bestellt, bekommen wir Prozente, weil wir da im Partnerprogramm sind. So, das zum Thema Transparenz und jetzt kann es losgehen. Ja, warum habe ich dazu gegriffen? Als allererstes, es ist ein Hörbuch. Es ist ein Hörbuch, das ich euch jetzt vorstellen werde. Oder beziehungsweise ich habe es als Hörbuch gehört. Die ersten drei Teile bei Spotify, alle so um die 9, 10 Stunden lang. Und sie haben mir richtig gut gefallen. Und ja, ich bin der Serie ergeben. Ich werde ihr treu bleiben. Auch wenn ich einiges zu bemängeln habe, muss ich sagen, dass sie dann doch ein Highlight war. Weil trotz allem wird mir das am längsten und am intensivsten in Erinnerung bleiben. Ich bin halt richtig mitgegangen. Ich habe oftmals das Hörbuch angeschnauzt. Mann, wie kann man so dusselig sein? Sei doch nicht so dämlich. Und das andere ist, dass ich oftmals gesagt habe, Mann, ist das langweilig. Und trotzdem hatte es einen gewissen Sog. Es ist ein seltsames Buch oder eine seltsame Reihe, die in mir unterschiedlichste Gefühle ausgelöst hat. Aber nichtsdestotrotz, ich will mehr. So, und dann wollen wir jetzt mal starten, worum geht es eigentlich? Es handelt von Georgiana. Georgiana ist die 34. in der britischen Thronfolge. Sie lebt oben in Schottland eigentlich mit ihrem Bruder, doch das Geld ist knapp, man hat nicht mehr so viel. Und sie ist es auch ein bisschen leid, mit ihrer Schwägerin unter einem Dach zu leben. Fick ist keine besonders nette Frau und ihr Bruder ist ein bisschen sehr pantoffelhältig, also macht sie sich auf nach London und zieht dort ein in das Haus, was sie dort noch haben, ohne Bedienstete, ohne eine Zofe, ohne das alles. Sie weiß noch nicht mal, wie man Feuer anmacht, aber jetzt plötzlich lebt sie halt in London der 30er Jahre. So, und sie soll verkuppelt werden von der Königin mit einem Prinz Siegfried, aber auch davon ist sie nicht ganz überzeugt. Noch schlimmer wäre es jetzt natürlich, man würde sagen, du kannst ja nicht alleine wohnen und so weiter. Wir schicken dich als Gesellschafterin zu irgendeiner Verwandten aufs Land. Nein, 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 das will sie alles nicht. Also sucht sie sich auch einen Job und ja, verdingt sich dann als Hausmädchen bei anderen Leuten, weil obwohl sie so hoch ist in der Aristokratie, auf die Dienstboten achtet man ja nicht und dann fliegt man auch eigentlich nicht auf, wenn man dann irgendwo putzt für die, ja. Sie bereitet halt die Häuser vor, wenn die Häuser standen dann ja länger Zeit mal leer, weil die Mannschaft unten in Monte Carlo war oder die Mannschaft war, also der gesamte Hausstand war dann irgendwo auf dem Land und dann wollte man nach London kommen, dann sollte doch alles schon durchgelüftet sein, die Sachen entstaubt und so weiter und das fängt dann Georgiana an zu machen. Sie hat auch noch eine beste Freundin in London, die Modedesignerin ist und ja, es tröpfelt so vor sich hin, ich sag's jetzt extra so, es dauert lange, vielleicht sogar bis zur Hälfte des Buches, wie immer, also es dauert extrem lange, bis dann endlich eine Leiche auftaucht. Und die Leiche im ersten Fall ist jemand, will ich euch das eigentlich verraten, wer die Leiche ist? Nein, aber sie und ihr Bruder stehen unter Mordverdacht. Und das bedeutet, dass sie ermitteln muss, um vor allen Dingen ihren Bruder vor dem Galgen zu bewahren. Weil 1930, da ist sie sich nicht ganz sicher, wie gehängt wird, ob ihr Bruder, weil er adelig ist, noch das Recht hat, mit einem Seidenschal erhängt zu werden. Aber hängen wird er, wenn sie das jetzt nicht auflöst. Ja, also werde ich euch jetzt nicht sagen, wer die Leiche ist und ich werde euch nicht darauf weiter vorbereiten. In Teil 2 geht es dann jedenfalls um einen Besucher, den sie aufnehmen muss bei sich zu Hause. Die, ja, eine Prinzessin, die doch
eine bayerische Prinzessin, die ja doch ein bisschen seltsam ist, weil die halt kommt gerade frisch aus dem Kloster, hat aber die ganzen Gangsterfilme gesehen aus Chicago und spricht dann auch so und ja, ist nicht sehr adelig diesbezüglich, aber sie sieht sehr hübsch aus. Das macht ihr einiges wett. Und Teil 3 geht dann hoch nach Schottland zu einer Jagdgesellschaft und da werden dann Mordanschläge auf den Prince of Wales und seinen Bruder verübt. Ja, ihr seid also dabei und ich werde auch dabei bleiben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber die ersten drei Teile sind jetzt halt bei Spotify und ich dachte, ich stelle sie euch schon mal vor. Vielleicht werde ich auch tatsächlich dann weiterlesen, weil ich doch gerne wissen will, wie es weitergeht. So, das nächste ist jetzt, was hat mir an diesen Büchern gefallen? Fangen wir damit an. Ja, was hat mir gefallen? Mir hat gefallen, ich glaube, es ist recht gut recherchiert. Wir kommen gleich noch zu einem Punkt, den ich weniger sympathisch fand, aber ich glaube, es ist recht gut recherchiert. Das, was ich über die Königsfamilie weiß, spiegelt sich eigentlich gut in den Macken und Ticks der Königsfamilie wider. Es hat einen gewissen Sog, wie ich euch gesagt habe. Obwohl ich es nicht gut finden wollte, hat es mich so richtig reingezogen. Sie hat auch eine kleine Liebesgeschichte mit einem sehr mysteriösen Iren, der verarmt ist, also verarmter Art. Sein Vater hat das Haus verloren, Rennstall, alles weg letztlich und jetzt steht er da und muss halt sich auch durchschlagen, genauso wie Georgiana. Aber es ist nicht gerade schlau, wenn zwei Leute, die pleite sind, heiraten. Er will eine reiche Frau, sie will zwar aufs Liebe heiraten, aber dann vielleicht doch jemanden, der auch ein bisschen Geld hat. Also es ist halt nicht ganz einfach für das Paar. Ja, dann, was mochte ich noch an dem Buch? Es hat einen gewissen Humor und es hat einfach etwas, das ich nicht beschreiben kann. Es hat mir jedenfalls richtig gut gefallen und ich bin hooked. Also ja, was mir nicht gut gefallen hat, das kann ich tatsächlich besser benennen als das, was mich letztlich von diesen Büchern überzeugt hat. Was mir nicht gefallen hat, ist als allererstes, und damit verscherzt man sich's bei mir recht schnell, das Thema diese Frau hier, Wallis Simpson. Ich mag Wallis Simpson. Ich habe natürlich auch angefangen mit dem Film WWE und in dem Making-of sagt schon Madonna, wenn man ein Tischgespräch hat, weil Madonna hat den Film, war Regie geführt, wenn man ein Tischgespräch hat und das Gespräch kommt auf Wallis Simpson, spaltet es die Leute total, weil die einen hassen sie und die anderen mögen sie. Und das kann für reichlich Zündstoff sorgen. Ich bin Fraktion, ich mag Wallis. Ich finde diese Verteufelung von ihr einfach furchtbar, weil, ja, das, wisst ihr, sie hat ja nichts weiter getan, als dass sie eine geschiedene Amerikanerin war mit einem echt furchtbaren Lebenslauf teilweise. Wurde ja von ihrem Ehemann geschlagen, eingesperrt und so weiter. Und jetzt hat sie neu geheiratet gehabt, sie ist nach England gekommen und sie verliebt sich in den Prince of Wales. Oder eher gesagt, sich in sie. Und dann, ja, die Liebesgeschichte geht weiter und sie hat ihn mehrfach gebeten, diese Verbindung auch zu lösen. Soweit ich informiert bin, und er ist einfach hinterhergetrottet wie so ein kleiner Hund. Er war völlig liebesblind, was Wallis anbelangt hat, und als er dann die Krone bekommen hat, hat er abgedankt für Wallis Simpson, weil er die Last und Bürde, das Land zu regieren, nicht ohne die Frau, die er liebt, an seiner Seite halt überstehen konnte. Also hat er die Krone an Elisabeths Vater gegeben, also an den Mann, der heutzutage halt, nicht heutzutage, die Enkelin ist heute, die Tochter von ihm ist heutzutage Königin. So, jetzt habe ich es aber. Ja, jedenfalls, damit verscherzt man sich's bei mir recht schnell. Wenn Wallis mal wieder einfach nur also von oben herab betrachtet wird, ich glaube, die Frau hatte mehr Facetten als nur die böse, böse zu sein, die den Thronfolger stiehlt. Es ist viel Snobismus drin, viel dieses Klassendenken, nicht unbedingt von Georgiana, obwohl sie auch schon sehr bedacht ist auf ihre Klasse, aber das sind ja Sachen, die bringen mich richtig in Wallung. Da kriege ich ja Snobismus, Klassensysteme und
Kann ich schwer. Kann ich schwer mit. Fällt mir schwer, das so zu sehen und so zu ertragen, wenn die Leute halt sagen, er ist aus unseren Kreisen oder er ist einer von uns. Oder wenn es halt schwer wird, Aristokraten irgendwas ans Bein zu flicken, weil sie ja über dem Ganzen stehen. Und wenn, ach, ich mag es einfach nicht. Also hat dieses Buch reichlich Emotionen in diesem Gebiet gesorgt. Noch dazu wird immer wieder gesagt, altes Haus. Ich habe nur gedacht, ihr könnt ein Trinkspiel draus machen. Ihr könnt wirklich sagen, so jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, altes Haus, könnt ihr, also zu jemandem, ne? So wie man ja auch alter Falter oder alte Schwede sagt, aber altes Haus ist da halt die Redewendung. Also da könnt ihr auch jedes Mal einen Shot nehmen. Schönes Trinkspiel. Ich habe es nicht gemacht, aber es würde sich sicherlich zum Trinkspiel eignen. Ja, gut, auf 10 Stunden verteilt ist es da vielleicht doch gar nicht so viel. Aber es kam mir viel vor, weil ich jedes Mal gedacht habe, nein, dieser Ausdruck geht gar nicht. Und naja, und jedenfalls das, was wahrscheinlich die Krimi-Leute unter euch am wenigsten berauschen wird, ist, dass sehr lange Zeit keine Leiche da ist. Stattdessen geht es um alle möglichen anderen Dinge, um Einkaufen, Mode, Gesellschaften, die gegeben werden. Es geht um die Jungfräulichkeit der Protagonistin, die Schande noch vorhanden ist. Um diese ganzen Sachen geht es halt. Und ich habe mich mehrfach gefragt, wo bin ich denn jetzt hier? Ist das ein Krimi oder ist das jetzt ein Frauenroman? Was ist es? Es ist ein Mix aus beiden. Wobei die Mischung eigentlich nicht aufgeht, aber ich bin trotzdem hooked. Also, ja, doch, irgendwie schon geht sie auf. Also, ja, gab es noch irgendwas, was ich nicht daran mochte? Wie gesagt, es dauert lange, bis eine Leiche auftaucht. Und wenn ich dann eine hatte, habe ich gesagt, yay, eine Leiche, jetzt wird's interessant, jetzt wird's spannend. Ja, gut. Dann habe ich das euch eigentlich schon gesagt. So, für wen ist das was? Für alle Leute, die einen Fable haben für Cozy Crime in den 30ern oder diese ganze Sache mit dem Adel mögen und dieses snobistische England mögen und so weiter, die sich einfach da gerne reinträumen. Die sind da gut aufgehoben, wünsche ich viel Spaß mit, weil ich denke, für euch ist es dann ganz genau das Richtige. Es ist auch was für die Leute, die gar nicht so blutige Krimis mögen, die sagen, okay, ich möchte einfach nur eine ruhige Geschichte hören. Eher so, wenn da mal eine Leiche ist, ist gut und schön, ich brauche aber nicht unbedingt eine. Es ist jetzt nicht so supermäßig spannend, das könnte euch dann gefallen. Wer aber spannende, blutige Krimis mag oder auch noch so mehr so in den Thriller-Bereich changiert, der wird hier falsch sein. Ich würde das niemals meiner Tante, die ja auf diese ganzen härteren Sachen abfährt, empfehlen. Und ja, aber ich denke, ich muss euch da keine großen Triggerwarnungen geben. Ich überlege gerade, ich habe ehrlich gesagt nicht unbedingt auf Trigger geachtet, mich hat es in keinster Weise getriggert, also denke ich, dass es so gut ist. Ich hatte euch ja mal bei Instagram gefragt, was sind so die Themen, bei denen ihr gerne vorgewarnt sein wollt. Sogar wenn es im Teil 3 hochgeht zur Jagd, werdet ihr nicht mit Tieren konfrontiert, die getötet werden. Also letztendlich kann ich euch sagen, die ersten 3 Teile könnt ihr so hören. Also für mich war nichts drin, weswegen ich euch jetzt warnen müsste. So, das nächste ist dann, sind dann schon die ähnlichen Bücher. Also ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser Reihe im Auftrag Ihrer Majestät. Es ist toll. Ich mag auch vor allem den Queen Mary dabei und ja, es macht Spaß. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Teile. So, was kann ich euch empfehlen? Wenn ihr euch mit Wallace und Edward darüber informieren wollt, lest vielleicht die Bio Eduard der Achte und Wallace Simpson, Triumph der Liebe über die Politik, Fragezeichen, eine Windsor-Biografie. Hier geht es um Wallace und Edward. Hier wird sie nicht so verteufelt. Ich habe auch noch eine Bio, die verlinke ich euch einfach unten mal, weil die habe ich, schreibt mir jetzt mal auf, die habe ich selber noch nicht gelesen. Die habe ich auf Englisch, das ist That Woman. Also man hat ja über Wallace nur immer gesagt, diese Frau. Sie war wirklich, sie wurde so verachtet, weil sie halt den König von England sich geschnappt hat. Aber naja, egal. Hier seid ihr dabei, ihr habt auch noch Fotos, ihr erfahrt viel über Wallace, auch über Wallace Leben vor
Edward und auch warum sie fernab, es wird ja viel gesagt, dass es einfach nur Sex war, was die, womit sie ihn gekascht hat. Aber hier geht es auch darum, dass sie halt die Einzige war, die ihm zugehört hat, die auch sein... Er war ja ein unheimlich... Ich weiß, diese ganze Sache mit Hitler, dass er den noch besucht hat und so weiter, war halt zu der damaligen Zeit, es war halt sehr viele in der Aristokratie haben halt... waren halt pro Nationalsozialismus. Und da wurde halt nochmal angebandelt mit. Aber ansonsten hatte er ein großes Bedürfnis, den Armen auch zu helfen. Er hat diese Klassenunterschiede nicht wirklich gemocht. Er fand die britische Aristokratie und das ganze Hofzeremoniell veraltet. Und sie war halt einfach die Amerikanerin, die mit ihm darüber geredet hat, die freier war, die nicht so sehr darauf geachtet hat, wie er angesprochen werden musste. Sie hat ihn einfach David genannt und ja, jetzt habe ich mich verschluckt, ganz toll. Also ist das jetzt Strafe von irgendjemandem, der gegen Wallace war? So, jedenfalls kann ich euch die Bio empfehlen und ich kann euch natürlich dazu den Film W.E. Empfehlen mit, kenne ich davon irgendjemanden? Von Madonna. Und ich muss jetzt, ich glaube, ein Hustenflash lässt sich nicht vermeiden, ich muss einmal gerade unterbrechen. So, jetzt bin ich wieder zurück und W.E., das ist ein Film, den Madonna über die ganze Thematik gedreht hat. Das Einzige, da ist, ich weiß nicht, ob ich es eigentlich... Mag ich's, aber da waren gute Szenen. Egal. Jedenfalls ist es zweigeteilt. Es geht einmal um eine Person in der Gegenwart, eine Frau, die halt, ich glaube, sogar nach Wallace benannt wurde, aber auf jeden Fall sehr begeistert von Wallace ist. Und es geht um die Auktion von den ganzen Möbeln und Wertgegenständen von Wallace und Edward. Und sie geht da hindurch und sie holt sich halt eigentlich auch die Kraft von Wallace Simpson aus der Vergangenheit und es gibt dann Rückblenden oder es gibt dann zwei Zeitschienen eigentlich. Es gibt einmal die Gegenwart und es gibt die Zeit von Wallace und Edward. Und da wird dann halt Wallace halt gezeigt. Ich mag den Trailer eigentlich schon und also den Trailer, der sagt schon unheimlich viel aus, wie auch die Beziehung von Wallace und Edward dargestellt wird, dass es halt nicht leicht war, diese Romanze auch zu leben. So, auch wenn sie ein absolutes märchenhaftes Fairy Tale ist und ich glaube, zur heutigen Zeit würden alle es feiern. Ich überlege gerade, wird der Maxit gefeiert? Wisst ihr, Harry und Meghan? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade nicht so im Klatsch und Tratsch drin. Wenn ich Klatsch und Tratsch kenne, dann den aus vergangenen Zeiten. Hier ist ordentlich Klatsch und Tratsch drin. Das hat Mar vor ein paar Jahren gelesen. Von Kitty Kelly, die Royals, Glanz und Elend einer englischen Familie. Hier geht es um die Windsors. Und eine Freundin von uns hat uns, die sehr auf Biografien abfährt, hat uns halt die Biografien von Kitty Kelly halt empfohlen, weil die sehr... spicy sind, sagen wir es mal so. Also hier sind die ganzen Details, die eigentlich gerne unter den Tisch gefallen lassen werden sollten. Und man hat wohl mehrfach versucht, sie zu verklagen, so unsere Freundin. Aber bis jetzt konnte ihr nicht nachgewiesen werden, dass das alles nicht stimmt. So, gut, dann gehen wir weiter. Wir haben hier einen Hundeermittler in der königlichen Familie und zwar Lord Gordon, einen Mops in königlicher Mission. Und es war ja klar, dass Mar das haben musste. Ihr seht hier den Mops und ihr habt hier vorne auch noch Königin Victoria. Ja, es ist der Mops, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, von Königin Victoria, der, ich weiß gar nicht, weswegen er jetzt ermitteln muss, aber ein Teelöffel wird gestohlen. So, und Lord Gordon muss halt ermitteln. Also, wenn ihr Kinder habt, die, oder einfach eine Schwäche habt, selber für Kinderbücher und für die Royals, dann guckt euch vielleicht auch Lord Gordon an. So, eine andere Sache. Oh, ich guck mal gerade, musste ich hier von euch noch irgendwas einblenden. Ja, ich blende euch jetzt gerade ein. Lord und Lady Mortimer, das sind auch Wohlfühlkrimis. Ich glaube, die spielen in den 20ern. Ich habe euch dafür aber für den reinen Auftakt eine Buchvorstellung schon hochgeladen. Auch das ist unten verlinkt. Vielleicht sogar danach, wenn ich dran denke, dass das im Abspann ist. Das geht halt um ein ermittelndes Ehepaar, auch britischer Adel.
Sie Amerikanerin, er Brite. Und im ersten Fall ist da ein Mord im Herrenhaus. Da wurde jemand erschossen. War er ein Dieb? Wer war da mit wem verbandelt? Wer steckte mit dem Dieb unter einer Decke? Warum musste er sterben? All diese Dinge müssen Lord und Lady Mortimer gleich nach ihrer Ankunft in England klären. Ja, dann haben wir noch nach Mord nach Strich und Faden. Das ist eine Geschichte, die auch in den 30ern spielt, soweit ich weiß. Das hat Mar gelesen. Auch dazu gibt es eine Einzelbesprechung. Das ist auch wieder ein Auftaktwagen zu einer Cozy Crime-Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die so cozy sind. Ja, aber guckt einfach mal rein. So, das nächste ist dann Mord beim Diamantendinner. Das ist Teil 2 der Jackie Dupont-Reihe. Ma hat euch die Jackie Dupont-Reihe hier auf YouTube vorgestellt. Sie war am Anfang überhaupt nicht begeistert davon und ja, im zweiten Teil hat sie sich dann langsam mit dem Hauptcharakter angefreundet. Es wirkt halt sehr viel atmosphärischer und erwachsener erzählt, als es eigentlich ist. Es ist halt mehr also eine Komödie mit einem überzogenen Charakter. Sagen wir so, das bereitet nicht unbedingt dieses Cover darauf vor, was wirklich drin ist. Aber ihr habt dazu ja eine Vorstellung. Das ist jedenfalls London in den 20ern und auch hier taucht im zweiten Teil Edward der Achte auf. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Mar davon berichtet, dass Edward auftaucht. So, dann Flavia de Luz von Alan Bradley. Ja, Mord im Gurkenbeet. Auch das ist ein Krimi, der rund um diese Zeit spielt. Ich weiß nicht genau, wann er spielt. Sieht ein bisschen Addams Family-like aus, aber hier geht es auch um die Briefmarkensammlung von George dem Sechsten. Nee, Fünften. Dem Fünften. Und das war ja der Vater von Edward dem Achten und George dem Sechsten. Und die tauchen ja auch auf bei dem Buch, das ich euch eigentlich vorgestellt habe, im Auftrag Ihrer Majestät. Ja, das mit den ähnlichen Büchern ist jetzt ein bisschen alles durcheinander und schräg gekommen. Jedenfalls Adel verpflichtet hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte noch eine Freundin, die halt britische Krimis halt liebt, gefragt, ob sie das schon gelesen hatte. Da hat sie gesagt, ja, war recht amüsant. Und das ist schon ein Kompliment von ihr. Also, ich kann es euch auch nur empfehlen. Wie gesagt, ich bleibe dran an der Reihe. Wenn ihr noch gute Cozy Crime-Tipps habt oder überhaupt britische Krimis oder so, dann hinterlasst es doch in den Kommentaren. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die hier zuschauen. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.